Oberhausen. Stell dir vor, du bist Innenverteidiger und entscheidest ein Spiel. Aber doch nicht so. Yannick Steringer vom SV Lippstadt 08 im Regionalliga Westspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen. Schnell wird er von seinen Kollegen getröstet, doch Steringer ist selbst untröstlich. Was er in dieser Situation gedacht hat, wissen wir selbst nicht. Wir wissen nur, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von High Five. Wir starten unser Ranking und bleiben in der Regionalliga West. Wir starten Tom Gerkens von Fortuna Düsseldorf 2 mit dem 2:0 im Flutlichtspiel gegen Alemannia Aachen. Das Spiel geht am Ende mit 3:0 aus und Gerkens und F95-2 bringen Alemannia Aachen noch tiefer in den Abstiegssumpf. Zuschauen und genießen. Was für ein platziertes Tor. Was für eine Woche für Robert Lewandowski. Beim Ballon d'Or wird er nur Zweiter und auch sein Fallrückzieher gegen Dynamo Kiew muss sich hier hinten anstellen. Ilber Merta vom bayerischen Landesligisten TV Bad Grönenbach mit diesem unfassbaren Fallrückzieher. Ein Kunstwerk à la Cristiano Ronaldo gegen Juve 2018. Wir bleiben bei spektakulären Toren. Jetzt aber ein Seitfallzieher anstatt ein Fallrückzieher. Aber was für eine Bude. Martin Wiederhold vom HSC Hannover aus der Regionalliga Nord Gruppe Süd zeigt, was er artistisch so drauf hat. Chapeau. Freunde des Gerstensafts, aufgepasst. Jetzt folgt ein wunderbares Lupfertor aus der Rheinlandliga. Doch wieso Gerstensaft? Der Spieler des FC Bitburg heißt tatsächlich Joshua Bierbrauer. Ob er hier wirklich schon das ein oder andere Bier-Intus hatte, wagt ihr zu bezweifeln. Nach dem Spiel wurde sich sicher eins gegönnt. Und auch unsere dieswöchige Nummer 1 kommt aus der Rheinlandliga. Roman Bär vom TuS Kirchberg mit diesem bärenstarken Tor. Hier wurde noch richtig die Brechstange ausgepackt. Doch wenn wir uns das Endergebnis von 7:1 anschauen, wurde es hier noch ein Hauch brasilianisch. Und damit bis nächste Woche. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, und war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.